Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Arne und ich möchte dir nun die Methode des klassischen Pilates-Training näher bringen. Pilates ist ein ganzheitliches Trainingkonzept, wo sanfte Bewegungen, Koordination, Kraft, Atemtechnik und auch die Flexibilität miteinander kombiniert werden. Zusammen mit meiner charmanten Partnerin Silvia werde ich dir jetzt gleich bestimmte Basisübungen, Abläufe zeigen, wie du am effektivsten Pilates trainierst. Fangen wir zunächst im Stand an mit der Atmung, weil das ist eigentlich der grundlegende Stock, den du beim Pilates brauchst. Und dafür lässt du dich erstmal ganz locker hinstellen. Füße sind von hier aus fest mit dem Boden verankert, deine Knie darfst du leicht beugen. Als Hilfsmittel leg zunächst die Hände einmal auf die Bauchgegend. Von hier aus atmest du tief durch die Nase ein. Mit der Ausatmung achte darauf, wie die Bauchdecke langsam nach innen fließt. Du spürst dann schon, wie die Bauchdecke wirklich straff wird. Tief ein, dann darfst du den Bauch nochmal nach vorne rausschieben. Ja, spür wirklich, wie der Bauch rund und offen wird. Mit der Ausatmung sollte er flach nach innen ziehen. Ein letztes Mal tief ein. Und bei der nächsten Ausatmung halt jetzt die Bauchdecke inne. Versuch von hier aus die Wirbelsäule im unteren Bereich zu stabilisieren. Du solltest immer noch entspannte Gesichtszüge haben, obwohl die Bauchmuskulatur angespannt ist. Jetzt müssen wir leider etwas höher atmen. Das heißt, die Bauchdecke bleibt angespannt und du legst die Hände zum Hilfsmittel nochmal auf den oberen Rippenbogen. Stell dir einfach vor, dass deine Hände wie so ein Tor bilden. Mit der Einatmung fließt dieses Tor auseinander und mit der Ausatmung schließt sich das Tor langsam. Du siehst es auch bei meinen Fingerspitzen. Der Brustkorb fließt auseinander und wieder zusammen. Es ist zwar etwas ungewohnt, am Anfang auch vor allen Dingen so laut und kraftvoll zu atmen, aber es hilft dir einfach, die tiefe Muskulatur dabei anzuspannen. Du kannst dir vorstellen von der Atmung, als würdest du eine Scheibe mit deinem Atem anhauchen oder die Kerzen auf deinem Geburtstagskuchen ausblasen. Auch das macht man generell ein bisschen kraftvoller, also gewöhn dir an, von hier aus tief ein und kraftvoll aus. Du bist eh für dich, keiner hört dich, keiner stört dich. Okay, nehmen wir die Hilfsmittel langsam weg. Lass die Arme von hier aus nochmal hängen. Ein wichtiges Prinzip ist noch die Schulterblattfixierung von hier aus. Atme nochmal tief ein. Spann als nächstes den Bauch noch weiter an. Rippenbogen schließt, die Schulterblätter fließen nach unten, der Halsbereich fließt nach oben. Beginnen wir zunächst mit unserer ersten Mobilisation. Du hast jetzt die perfekte Länge. Wir atmen von hier aus nochmal tief ein. Und du lässt die Wirbelsäule zunächst vom Halsbereich über die Brustwirbelsäule ganz langsam sinken. Deine Arme sind entspannt, deine Schultern sind entspannt. Mach das Ganze nur so weit, wie du dich wohlfühlst, bis du einen angenehmen Stretch in der Rückenmuskulatur spürst. Dann bleib einen kurzen Moment so hängen. Von hier aus wieder tief einatmen und langsam nach oben hoch. Okay, reflektier jetzt gerade nochmal, wie du hochgerollt bist. Hattest du die Bauchmuskulatur angespannt oder war sie locker? Machen wir mal den Unterschied, dass du spürst, was die angespannte Bauchmuskulatur überhaupt bewirkt. Wir machen das jetzt einmal ohne jegliche Bauchspannung und konzentrier dich mal darauf, welcher Muskel am meisten arbeiten muss. Tief ein und dann einfach locker nach unten, ohne den Bauch dabei anzuspannen. Du spürst, wie der Rücken in die Länge zieht. Du bleibst jetzt einfach kurz unten hängen und rollst jetzt gemeinsam Wirbel für Wirbel wieder aufrollen nach oben hoch. Spür einfach, welche Muskulatur dich jetzt wieder nach oben aufrichtet. Genau, du spürst wahrscheinlich jetzt, dass der Rücken natürlich am meisten arbeiten muss, weil der einfach nicht als Gegenstabilisator gearbeitet hat. Es ist bei vielen Dingen, wo wir gar nicht mehr darauf achten, wenn wir uns irgendwo aus dem Affekt mal schnell bücken oder im Haushalt irgendwas machen. Wichtig ist, dass du immer darauf achtest, dass die Bauchmuskulatur mit angespannt ist. Machen wir das Ganze nochmal. Tief ein und jetzt aus. Da darfst du die Bauchmuskulatur noch gelöst lassen, aber jetzt wäre der Zeitpunkt, auch als Beispiel, wenn du irgendwas greifen würdest, um den Rücken zu unterstützen, tief ein
Zunächst die Bauchdecke nach innen ziehen. Und spür mal den Unterschied, wie dein gesamter Rumpf in dieser Gegend stabilisiert wird. Du darfst es noch einmal machen. Genieß diese Übung noch, denn gleich wird es ein Tick anstrengender. Genau, nach unten. Lass die Fingerspitzen. Du spürst auch bei jedem Mal, wie du noch einen Tick tiefer Richtung Boden fließt. Lass den Kopf hängen. Ein letztes Mal tief ein. Mit der Ausatmung langsam hoch. Okay, wir machen uns jetzt langsam bereit für die Bodenlage. Und zwar rollen wir noch einmal nach unten und dann legen wir uns auf den Rücken. Tief ein. Mit der Ausatmung roll dich langsam sanft nach unten ab. Versuch jeden einzelnen Wirbel zu öffnen, zu dehnen, auf die Bewegung vorzubereiten. Okay, dann bleib hier unten, du beugst deine Knie, kommst nach unten und legst dich dann bequem auf die Matte ab. Kommen wir zunächst in die Rückenlage. Du stellst von hier aus beide Beine parallel auf, roll dich von hier aus rückengerecht nach unten, du schnappst dir ein Bein, Wirbel für Wirbel, langsam tief. Und dann setzt beide Beine von hier aus ganz entspannt ab. Das Wichtigste am Anfang ist immer, dass du eine parallele Ausgangsstellung hast. Das bedeutet, dass so der mittlere Zeh, Kniegelenk, Hüftgelenk, Schultergelenk exakt in einer Linie stehen, dass die Füße also nicht zu weit geöffnet sind, sondern versuch wirklich eine parallele Ausgangslage zu finden. Okay, spür von hier aus bei der ersten Bewegung nochmal. Wir atmen nochmal tief durch die Nase ein. Mit der Ausatmung zieh die Bauchdecke von hier aus nach unten. Ich demonstriere das Ganze noch mal kurz an Silvia, worauf ich hinaus will, weil es wichtig ist, dass ihr jetzt noch mal spürt, dass die Wirbelsäule in einer natürlichen Physiologie liegt. Das heißt, ihr habt in der unteren Gegend der Lendenwirbelsäule eine leichte Rundung. Die sollte bei der ersten Übung bestehen bleiben. Das heißt, wir spannen Bauchdecke an, drücken aber nicht unbedingt den Rücken nach unten, sondern halten wirklich nur die Kraft von hier aus. Genau, nochmal tief ein, der Rippenbogen schließt langsam. Nochmal tief ein, Bauch hält, Rippen öffnen sich und dann langsam einmal lösen. Kommen wir zur ersten Übung, ich bleibe direkt hier, von hier aus tief ein. Während der Ausatmung spannst du jetzt die Bauchgegend an und hebst ein Bein nacheinander langsam hoch, bis beide Beine einen 90-Grad-Winkel bilden, so als würdest du die Beine einfach auf einem Stuhl ablegen. Dann wieder tief ein und beide Beine fließen nacheinander langsam nach unten. Genau. Wenn du möchtest, kannst du als Hilfsmittel am Anfang immer noch mal gerne deine Hände seitlich am Becken positionieren, damit du wirklich spürst, dass das Becken einbetoniert ist und wirklich fixiert bleibt. Das Ganze von hier aus noch mal tief ein. Langsam nach oben, bis beide Beine von hier aus 90 Grad bilden. Der Bauch bleibt. Wir atmen wieder seitlich in den Rippenbogen ein. Und langsam wieder tief. Mach das Ganze jetzt in deinem eigenen Tempo vom Bewegungsfluss, kombinier es mit der Atmung, mit der Ausatmung wieder hoch. Und wenn du dir sicher bist, dass das Becken stabil bleibt, leg ruhig wieder beide Arme seitlich ab. Und mit der nächsten Ausatmung wieder tief. Achte auch nochmal darauf, wenn du die Übung machst, dass die Halswirbelsäule in der Länge bleibt, dass der Blick nach oben Richtung Decke gerichtet ist, dass du wirklich eine optimale Ausgangsstellung für die Wirbelsäule hast. Ja, und du merkst den Unterschied. Würdest du jetzt die Bauchdecke nicht anspannen, würde das Ganze natürlich auch funktionieren, aber es wäre eine Übung, die nicht den Effekt von Pilates hat, sondern wir versuchen jetzt wirklich die tiefe Muskulatur zu trainieren. Mach das Ganze von hier aus noch einmal tief ein. Mit der Ausatmung, Becken bleibt und langsam nach oben. Beim nächsten Mal lass die Beine oben tief ein.
Okay, Silvia setzt die Beine jetzt nochmal ab. Ich zeige dir direkt die etwas schwierigere Variante und gehe dann nachher nochmal zu Silvia und demonstriere dir, wie die Übung von hier aus im Einzelnen aussieht. Als nächstes stützt du beide Hände weit geöffnet so ab, dass deine Hände wirklich verschränkt sind. Ich möchte keine Migränestellung sehen, sondern wirklich, dass du den Kopf komplett durch deine Hände trägst. Und von hier aus machen wir jetzt die klassische Bauchübung, die Crunches, die hast du sicherlich schon mal gemacht, aber unter dem Aspekt der Pilates-Prinzipien korrekterweise mit der Ein- und Ausatmung. Beginnen wir nur mit dem Bewegungsablauf. Und zwar kommst du mit dem Oberkörper leicht nach oben,